Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Meadow. Keine Sorge, es wird heute nicht so lang wie beim letzten Mal. Ich werde auch notfalls ein bisschen springen im Part, also das heißt, nicht wundern, wenn kurz ein kleiner Cut entsteht oder nicht an einer ganz anderen Ecke im Wasser bin als vorher. Das liegt dann ganz einfach daran, dass ich dann gesagt habe, okay, ich finde jetzt hier gerade an der Ecke nichts. Ich suche mal ein bisschen und melde mich dann wieder. Werde ich dann auch so machen übrigens, dass ich dann einfach sage, okay, hier ist gerade nichts. Ich schwimme mal kurz 200 Meter und schalte dann wieder euch dazu. Ne? Aber gut, solange ich hier so ein bisschen was finde, geht das ja auch. Kurz mal neu geladen. Ah, hier seht ihr 83 Step it on the 500 Lotus Sleeves. Ach, die seltenen wird gerade ja auch natürlich berücksichtigt. Ja, natürlich. Ja, gut. 313 haben wir, also noch knappe 187 werden benötigt. Jump it in Leaf Piles. Ja, gut. Mushrooms sind wir auch gut dabei, wie ihr seht. Okay, es gibt halt noch 44 verschiedene nicht angezeigte Errungenschaften. Aber gut, die angezeigten, die bin ich gut dabei anscheinend. So, jetzt gucke ich kurz, ob ich einen Kristall sehe. Aber nein, nicht zu sehen. Dann geht es einfach weiter. Aber dann brauche ich ja die anderen Seerosenblätter ja auch. Dann ist ja ganz gut, dass ich die sammle. Okay, klar, sie sind nicht so wichtig wie die kleinen gerade, weil die habe ich fast durch. Aber die gigantischen Seerosenblätter, die sieht man auch besser, bin ich ganz ehrlich. Sieht man vorhin auch früher anscheinend. Ne? So. Notfalls muss ich einfach die Welt wechseln. Das geht ja auch. Kurz in die Höhle, Welt wechseln und dann sind wieder neue Seerosenblätter da. Klar ist natürlich nicht die Lösung Nonplusultra, aber immerhin spare ich mir ein bisschen Zeit. So. Ich guck mal, wie sich das hier verhält. So. Wir folgen mal dem Fluss. War das jetzt nicht, weil ich das jetzt so toll finde, dem Fluss zu folgen, sondern weil ich eine kleine Vermutung habe, die ich überprüfen möchte. Und wenn ich die sogar bestätige damit, was ich jetzt hier mache, dann kann ich sogar relativ schnell die andere Sache machen. Natürlich muss es sich aber erstmal bestätigen, wie gesagt, ne? Meine Vermutung. So. Schade. Hat sie leider nicht bestätigt, wie man vielleicht das mir anhören konnte. Gut, wie dem auch sei. Ich kann mal ganz kurz da hinten hinschwimmen. Das sind, wenn ich das richtig sehe, drei Kristalle. Ah, sehe ich richtig. Alle sehr interessant. Oh, was? 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 Ah, hier!
Okay, dann habe ich doch vermutungsweise recht. Krokodil. Nummer 1. Ach du Scheiße, das wird ja dann lustig. Oder aber da habe ich jetzt alle, weil mir wurde direkt die Errungenschaft gegeben. Dann habe ich bei Zeiten einfach die parallel gemacht anscheinend. Weil jetzt bin ich wirklich einmal da hoch, um dran vorbeizuhüpfen anscheinend. Willst du mich veralbern? Okay, Moment. Wie kriegen das hin? Immerhin bin ich dann auf 86, wenn ich den mitkriege. Also, es hat schon einen Grund, warum ich ihn haben möchte. Ja, also. Ist das Blubber normal? Ich weiß nicht warum, aber ich will da mal eben kurz rein. Keine Ahnung. Bin ja aber irgendwie seltsam, dass es Blubbern gibt. So. Aber diese blubbernde Stelle gibt, meine ich, so wollte ich sagen. Oh, jetzt mache ich hier mich ein bisschen. Ja, geht doch. So, längst gestruggelt und dann passt das, ne? Das ist doch prima. Gut, also drei weitere Kristalle gefunden. Das ist doch immerhin was Wichtiges gewesen. Guck mal weiter hier den Fluss hoch. Da ist auch noch ein Kristall. Dann sind wir gleich bei 87 schon. Ah, und hier sind sogar Seerosenblätter. Oh Gott, wie soll ich denn da rankommen? Okay, das wird lustig. Ich habe ihn erwischt anscheinend. So. Dann gucke ich mal Richtung Wasser wieder. Also sprich, die hier am Berg längs, ob da noch einer ist. Dann sind wir nämlich schon bei 88.
Hier vorne nehme ich es ja häufig bei dieser Bergkante ein. Oder sogar zwei, ne? So, kurz geguckt. Da ist einer. Ist mal auch wirklich nur einer, ne? Ja. Gut. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Super. Gut, das war ja echt nützlich. Gut, da vorne ist auch noch ein Kristall aus unerfindlichen Gründen. Oder wie? Sehr schön. Da auch noch. Man sollte sich hier also ganz genau umgucken auf dieser Ecke. Jetzt bin ich schon bei 90, Leute. Das ist doch ein Träumchen. Adios. So. Das war jetzt das, was ich gefolgt bin, ne? Oder dem ich gefolgt bin. So, wie dem auch sei. Seerosenblätter konnte ich jetzt natürlich nicht so viele sammeln in der Zeit. Aber immerhin dafür die Kristalle, ne? Was ich jetzt mal überprüfen kann, einfach aus Prinzip. Ach ja, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal aus Prinzip überprüft. Aber es gibt ja einige Stellen auf der Map. Ich verrate aber nicht wo. Es sind nur zwei vorhanden, tatsächlich. Wo ein Wasserfall längs geht und dann auch noch ja, eine Hülle hinter ist. So, wie dem auch sei. Ich schwimme jetzt einfach straight in diese Richtung und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall kann ich echt froh sein, das hier ja wieder zu machen zu können. Wie gesagt, es war ja das Problem mit dem Internet momentan. Leider. Und das war ja dann auch wieder nicht so praktisch für mich, weil ich dann so dachte, okay, wenn jetzt jedes Mal das Internet zwischendurch mal weg ist, dann fliege ich ständig von den ja, Server hier runter quasi. Ich konnte deswegen auch zum Beispiel viele Spiele nicht spielen, wo ich sonst nämlich eine Zeitstrafe gekriegt hätte. Auch ärgerlich. Darunter zum Beispiel Overwatch. Paladins weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall die ganzen großen Spiele, wo man ja fürs Verlassen, weil es ja ein Arschloch-Move ist auf gut Deutsch, sind wir uns alle einig, ja, Strafpunkte kriegt, Strafzeit oder sonstiges. Allerdings finde ich es natürlich ärgerlich, weil ich kann das ja nicht wirklich beeinflussen, ist ja das Problem. Also klar,
Ich bin der Inhaber des PCs, ich bin der, der am Internet angeschlossen ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein Internetanbieter, also nicht meiner, aber halt den ich mitnutze, gezwungenermaßen, meint so, nö, ich mache jetzt mal einen auf, ganz lustig, dann kann es gerne mal dazu kommen, dass man dann sagt, okay, Scheibenkleister. Nicht praktisch. Definitiv nicht. So, und ja, ich weiß, dass da vorne irgendwo auch noch ein großes Seerosenblatt ist, das hole ich mir auch noch. Seht ihr, das Große sieht man schon voraus. Also schon weit voraus, bevor man da ist. Wollte ich sagen. Was ist denn jetzt noch bei der Heute-Weg ist da? Ach nein! Jetzt ist auch noch ein Festival gestartet gerade. Und das hat noch 9 Tage Zeit. Ist das ein Träumchen? Also zumindest ab heute, ne? Okay, fange 15 Pokémon, fange 50 Pokémon, fange 25 Pokémon von Typ Wasser. Lande 25 Curveball-Würfe. Zum Glück nicht hintereinander. Das wäre. Naja, gut, obwohl hintereinander wäre auch nicht schlimm. Curveball-Würfe an sich hintereinander zu treffen, ist ja nicht schwierig. Und fange 10 verschiedene Arten von Pokémon. Dafür kriegt man dann für Gyarados eine Mega-Entwicklung Sponsche. Ist doch auch was, immerhin. So gesehen. So. Okay. Na, ah, da sind sogar zwei nebeneinander. Für mich mal hin. Na gut, wenn man das gemacht hat, kriegt man 1000 EP, 1000 Sternstaub und einen Pokémon. Kann man zusätzlich auch noch bekommen. Ist ja ein Träumchen. So, sind jetzt gerade die Seerosenblätter alle wieder zurück oder was ist hier los? Ach, keine Ahnung. Ich sammle auf jeden Fall weiter. Ja doch, dann von da so rüber, dann wieder zurück. Großflächig hier alles absuchen muss. Ist auch immer so schlimm. Was? Achso, ja, Trainingskämpfe mache ich ja noch. Also Arena-Kampf-Ding. Da habe ich zwar Level 20 erreicht und dadurch auch die Belohnung gekriegt, aber zumindest ein bisschen will ich ja da noch weitermachen. Schließlich kriegt man da ja auch Sternstaub und das ist gerade aktuell nicht so unwichtig für mich, da ich in letzter Zeit auch viele Krypto-Pokémon erlöse und ja, ziemlich viel Sternstaub dafür drauf ging. Klar, etwaige Bonsche auch, logischerweise, aber das Erlösen an sich kostet ja wirklich eine Menge Sternstaub vor allen Dingen. Okay. Nichtsdestotrotz gucke ich gleich nochmal bei Steam rein, was die Sammelrate anbetrifft. Okay, hier muss ich mir kurz mal überlegen. So. Ne, so. Und dann zum Blauen hier. Bis jetzt wie erst das Blaue. Blau, Gelb, die paar Normalen da drüben wieder. Und dann mal weiter gucken. Wobei, nee, erst ziehe ich das da vorne ab. Sorry, jetzt. Ich hätte das Blaue schon mitnehmen können, aber jetzt will ich erstmal das da vorne mitnehmen noch. Nee, Moment, das da. Ah, verdammt, das ist doch. Ich schmier hier eine ganz komische Kurve, ich weiß. So ziemlich unnütz gewesen, aber okay. Gut, jetzt muss ich eine große Kurve schwimmen einfach. Den und dann zurück. Ja gut, die Kurve vergrößert sich gerade nochmal, weil ich jetzt so und dann zurückschwimme. Aber wir machen das, keine Sorge. Hat sich nur ein bisschen vergrößert, die Kurve. Bis jetzt. Gut. So, alles, was ich jetzt nicht sehe, kann ich nicht einsammeln. So, Punkt. So verhindere ich nämlich, dass ich die Kurve noch größer schwimme, als ich schon wollte. Sodele. Okay.
Mein Beutel ist voll. Ach du Heilige. Das hatte ich auch schon länger nicht mehr. Was? Sofort TM habe ich 60 mal? Da reicht 50 maximal. Deswegen, da kann ich ein paar runterschmeißen. So. Also maximal 50 von jeder Sache. Und Pokebälle, wenn man noch nicht so viel Platz hat, reichen 100 jeweils pro Sorte, ne? Und da muss man halt selber gucken, wie man es noch weiter stackiert. Also zum Beispiel Sonderbonbons habe ich auch immer mal 50 auf Lager. Das heißt, dann kann ich im Fall der Fälle 10 oder 20 Stück an irgendein Pokémon weitergeben, was es benötigt. Jetzt für mich so und dann darüber. Genau. Grandios. Da haben wir so langsam das jetzt wieder aufgelöst hier, die Kurve. Nicht prima. So, jetzt muss ich da hinschwimmen, weil dann schwimme ich hier hin zurück. Genau. Ah, ihr kennt das Spielchen. Sobald ich was Neues sehe, muss ich dahin. So, deswegen. Ach, was sehen denn meine Augen? Da ist auch noch so ein Koko. Faszinierend. So, das lag einfach zu dicht. Das hatte ich leider Gottes im Augenwinkel noch gesehen. Aber okay. Achso, nee, wir haben eben die Errungenschaft gekriegt für ein Kroko, ne? Stimmt, für eine Kroko-Statue. Und jetzt kriegen wir dann danach die Sammlungs. Errungenschaft, also für mehrere Krokostatuen. Ah, das ist ja ärgerlich. Aber ich glaube, es gibt ja immer nur so 8 Stück. Vor allem finde ich aber erstmal auch, ne? Na gut, so selten sind die Statuen ja auch nicht, wie es scheint. Und wenn man halt gründlich die Map überprüft, anscheinend hat, ne? Dann sieht man die sowieso sofort. Oder ziemlich schnell, sag ich mal lieber so. So, von Blau hier rüber. Gut, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht alles einsammle, was ich auf dem Weg finde. Nur, dass ich schon mal viel früher hätte machen können mit den Leros-Blättern. Das kann man mir vorwerfen, dass ich das nicht gemacht habe. Aber gut. Das ist, wenn denn, dann das kleinere Übel. Okay, ich schwimme mal da und dann so zurück. Das ist halt die nächste Planung wieder, die ich zusätzlich machen muss immer. Gut, aber so ziemlich die Zeit ist wieder rum, Leute. Deswegen würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach wieder im nächsten Part. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao. Tschüss.